Ich bin das Friese und das ist meine Show. Für gewöhnlich befinden sich in solchen Fahrzeugen Scheiben. Hier ist keine. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Ich habe versucht, sie runterzulassen, dann war sie plötzlich weg. Gehen wir der Sache doch auf den Grund. Und ihr seid dabei. Das ist ein Polo Variant, Baujahr 98, ein Liebhaberstück mit Automatikschaltung und 1,6 Liter Maschine. Also wer das gleiche Problem hat, ich versuche euch heute zu zeigen, wie man es behebt. Also eigentlich sind die nur eingeklipst. Ah, nee. Ah ja, da war eine. Diese Klipse brechen auch gerne ab. Da war sie weg. Die finde ich nachher wieder. Hoffe ich. So, da haben wir Lautsprecher. Die Schrauben immer gut wegpacken, damit man sie auch wiederfindet. Okay, das ist jetzt geil. Die ist gar nicht angeschlossen. Ist auch nicht schlecht. Bauen wir uns Lautsprecher ein, aber lieber nicht anschließen. Könnte zu laut werden. So, fassen wir kurz zusammen. Wir haben rundherum Klammern, mindestens 6 Stück. Dann haben wir Schrauben direkt am Türöffner, 2 Stück. Und wir haben 2 Schrauben da, wo eigentlich eine Box angeschlossen sein sollte. Diese ist es aber leider nicht. Jedenfalls nicht in diesem Modell. Aber sie ist schon mal da. Ist doch schon mal was. So, dann müssen wir nur noch sehen, dass wir... Ach guck, da ist auch eine. Hier haben wir auch noch eine Schraube. Wir haben hier, wie gesagt, einen VW Polo Variant. Aber die meisten Teile, kennt man vielleicht, sind hier verbaut vom Seat. Wie man hier ganz deutlich sehen kann, diese Folie ist auch von Seat. Liebevoll eingeklebt. Aber leider müssen wir die jetzt runterholen. Das machen wir so vorsichtig wie möglich, damit wir sie später einfach wieder einkleben können. Gucken, warum die Scheibe abgesackt ist. Also fest ist sie,
scheint sie nicht mehr so richtig zu greifen. Die Frage ist, warum? Das ist der Motor für die Scheibe. Der treibt ein Gummi an oder ein Baudenzug, je nach Hersteller. Und der zieht dann den ganzen Kladderadatsch nach oben. So wie das aussieht, hier nicht mehr. So, damit mir die Scheibe nicht runterkommt, habe ich sie mit einigen Klebestreifen befestigt. Und da, wo der Lack sitzt, da habe ich einfach ein bisschen Zewa drüber getan, um den Lack nicht zu beschädigen. Gut, bei meinem ist es nicht ganz so wichtig, aber vielleicht ist es ja für euch ganz interessant. Mal die komplette Konstruktion für den Scheibenheber. Jetzt lassen wir selbst das Licht ausschlagen. Die komplette Konstruktion für den Scheibenheber auf den Tisch gepackt. Dann haben wir hier an den Mitnehmern so süße kleine Plastikteile. Die sind gesichert mit so kleinen blauen Plastiksplinten. Die müssen wir gleich ausbauen. Damit wir die Mitnehmer abnehmen können und uns mal diese Plastikkonstruktion genauer angucken. Wie man hier auf den ersten Blick sieht, da kann man das sehen, da haben wir schon den ersten Bruch. Und das wird wahrscheinlich auf beiden Seiten passiert sein. Und dann zerlegen wir das gute Stück einfach mal. Nachdem meine Frau dann erfolgreich ihre Unterstützung angeboten hat, haben wir dieses kleine Monster hier, diese hässliche Scheibe, zerstört und diesen wunderschönen Körper entfernt. So, und jetzt zum Ärgernis. Hier drinnen kann man eindeutig sehen, dass sich das so schön verkantet hat. Das heißt, der ganze Baudenzug ist im Eimer. Und wenn man die Rolle dann rausnimmt, wenn sie dann raus will, so, dann kann man die Baudenzüge entfernen. So sollten sie sowieso nicht drin sein. Und jetzt bestellen wir den Kram neu. Teile sind da. Und wer hätte es gedacht? Es ist mal wieder der Seat Cordoba.
Unterschied ist minimal, aber vorhanden. Und zwar, weiß nicht, ob man das sehen kann, hier dieser Rezess, der ist ein bisschen dicker als bei der alten Rolle, deswegen passt das nicht. Aber weil die alte Rolle noch gut ist, eine Umdrehung hier. So. Freust dich wie ein Tier. So. Jetzt habe ich ihn. In die Hülsen fädeln. Ja, Federn sind drauf. Ha! Sitzt! So. Golve. Hier ist die Feder drauf. Jawohl. Hier ist die Feder drauf. Jawohl. Das ist doch super. Ja, dann eben nicht. Jetzt noch der Sicherungsring, damit die ganze Scheiße nicht wieder rausfliegt. Dann habe ich hier auch einen. Ganz neu, ganz unverbraucht. Da ist er. Ups. So. Der ist fest. Gut. So, jetzt erstmal Kaffee trinken. So, nachdem ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal und immer wieder und irgendwie 20.000 Mal auseinandergenommen habe und wieder zusammengebaut, passt es jetzt auch. Also man muss darauf achten, dass diese blöden Hülsen da richtig schön stramm drinnen sitzen, dass diese ganzen Bautenzüge wirklich, also das Ding muss richtig, das muss richtig starr sein, das Teil. Das muss richtig, also muss das. So, und jetzt bauen wir den ganzen Mist doch nochmal in die Tür ein. Das war doch schon mal ganz effektiv. So. Die drei Schrauben sind fest. Und die beiden Schrauben sind fest. Jetzt hat der Schlitten so eine blöde Mittelstellung. Und den fahren wir jetzt, nachdem wir den Elektroschalter wieder angeschlossen haben. So, Zündung an. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, fährt er jetzt sauber hoch. Sehr schön. Das funktioniert. So, dann haben wir hier so eine Montageöffnung. Da ist jetzt der Schlitten vor. Da kommt man sehr schön an die Schrauben dran, um die Scheibe einzusetzen. Natürlich muss man nachher die ganzen Schläuche von den Baudenzügen noch ein bisschen mit Kabelstrapse festmachen. Und natürlich auch die Leitung wieder festmachen, die man abgeschnitten hat. Und das mache ich jetzt alles mal so ein bisschen. Und setze natürlich die Scheibe ein, die wir ja schon mal drin hatten, aber irgendwie dann doch nicht.
das war mein erstes Video. Seid gnädig mit der Bewertung. Wenn ihr Tipps habt, was ich vielleicht noch mal richten sollte, ich nehme sie gerne an. Ich werde mich nicht ausschließlich mit dem Polo befassen, aber ein, zwei Videos darüber werden noch kommen. Immerhin muss die Windschutzscheibe noch getauscht werden, hier und da ein bisschen Verkleidung und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist noch geplant ein Baustellen-Party-Kompressor, ein Kinderwagenumbau mit Beleuchtungseinrichtung und noch diverse andere quatschige Kleinigkeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, schaltet gerne wieder ein. Vielleicht ist ein Abo drin, vielleicht auch nicht. Wenn ihr abonniert, seid ihr selber schuld. Und ich wünsche euch noch einen schönen, schönen Tag. Bis dann!